So, die Löcher von der 4,5 mm Carbonplatte sind gebohrt, also für die Motorplatte. Die ist natürlich nicht fertig, wie man sieht. Da wird hier und da noch was weggeschnitten. So in dem Bereich wie bei der Viper. Das wird so ein Dreiecksbereich, weil hier kommen die Karosseriehalter drauf. Ne? Ich habe das alles mal grob drauf gesetzt, einfach um zu gucken, ob der Riemen gerade läuft. Ich muss natürlich noch diesen, das da dran machen, wie Sicherung, dass der Riemen die Welle nicht nach hinten ziehen kann, weil das ist fixiert halt in dem Bereich, kommt da noch was rein. Es geht rein darum, ob der gerade läuft. Wie gesagt, das ist alles noch provisorisch draufgesetzt. Ach, der Auspuff ist alles noch provisorisch. Im Moment mit Kabel bin er festgemacht. Ich wollte heute einfach mal die Motorplatte anfertigen, dass ich das Teil mal starten kann. Wie gesagt, das kommt alles nochmal runter. Gucken wir mal. Mal gucken, ob das mit einer Hand geht. Ich muss vielleicht hier ein bisschen abstützen. Schön hier in dem Bereich, dass da noch fixiert werden muss. Ne? Später kommen E-Abstütze hier zum Motor hin, ne? Dass sich das alles nicht verwindet. Genauso wie ich es immer mache, die Strebe von vorne nach hinten. Ne? Das macht das alles wesentlich stabiler. Vielleicht baue ich später auch alles auf alle um, das heißt die Rahmen. Ne? Ich muss die noch bohren. Ich kann die hier liegen. Moment. So, in dem Bereich sieht man es. Moment, ja. Ja. Da fehlen halt noch überall die Löcher. Die sind jetzt schon gefräst. Aber mal gucken. Ich muss jetzt erstmal das Grundchassis bauen. Im Moment ist der G260 drin. Geht halt Stück für Stück voran. Sehr viel Arbeit. Bis dann.